So. Da hier bis hier rum und da machen wir genau das gleiche Muster, wie das halt gängig ist mit diesen Feldern hier. Da muss ich jetzt halt einfach eine Unterführung durch. Unter diesem Feld durch. Oder eine Brücke. Brücke kann ich ja bauen. He? Über ein Feld drüber. Da wäre Höchstgeschwindigkeit 320. Das ist, glaube ich, für eine Strasse genug schnell, würde ich sagen. Oder wollen wir hier eine günstigere haben? Ja gut, so sicher nicht. Die wäre extrem günstig zwar. Die auch und eigentlich lenkt die, aber die ist halt so ein bisschen veraltet. Ich nehme schon die einfach, weil ist halt modern. So, und dann ist das auch gut, dass wir hier über die ganzen Gleise drüber kommen können. So ein bisschen autobahnmässig eigentlich, völlig übertrieben. So, da wie. Und dann kann ich hier schauen, dass ich hier schon wieder oben runterkomme. Genau, nicht, dass wir hier zu weit oben sind. Dann sogar noch ein bisschen weiter zurück. Dass ich hier effektiv ab hier eigentlich schon auf den Damm runter kann. Ja, komm, du gehst jetzt sogar noch so weit runter, wie es geht. So, spart doch ein bisschen Geld. Ist das gut so? Ja, das finde ich gut. Also, setzen wir das so und dann geht es hier runter. Geht auf Grund, genau, so. Und dann bringen wir das hier her und das schließe ich hier einfach schnell direkt an, oder? Oder warte, schnell machen, dass es so... Ah, ich muss dort sowieso noch ein Stegli bauen. Oder so. Aha. Also warte, ich stamme hier wieder vor mir her, du merkst. Wir machen das so. Ich baue das bis hier. So, hier gibt es so eine Kurve. Mit der schließe ich dann dort hier oben an. Und in dieser Kurve hier gibt es einen Abzweiger. Wo dort reingeht, ja, ist das dann immer noch angeschlossen. Ich glaube es. Und dann kann man dann hier so einen Auslieferpunkt machen. Und zwar folgendermaßen: ich mache das ganz gescheit. Nehme hier von den dünnen Wegen und baue hier so etwas dran, wenn das noch geht. Jetzt hoffe ich, dass es auf der Gegenseite auch noch geht. Jo, es geht noch. Ja, sagen wir mal bis dort gerade. So. Nachher hoffe ich, dass ich hier noch eine Station herbauen kann. Das wird jetzt auch eng. Das reicht leider nicht. Okay, dann muss ich doch schnell noch etwas anders machen. Wir gehen hier noch etwas früher in die Kurve rein. Das mache ich hier noch komplett frisch. So, hier Kurve schon etwas früher. Vielleicht sogar noch früher. So. Das hier kommt gerade hier rein. Und dann gibt es hier diesen Bogen. Der müsste jetzt genug lang sein. Und hier diesen Bogen in die Gegenseite. Ja, so wird das nichts. So. Nicht ganz symmetrisch. Das würde ich vielleicht jetzt gerne noch schnell symmetrisch bauen. Einfach aus dem Drang raus. So halt. Voilà. Und dann können wir hier... Ja, so ganz symmetrisch wird es halt hier nicht. Warte, ich kann hier noch ein bisschen weiter ausholen. So. Ja, plus minus. Voilà. Dann können wir nämlich hier eine Station hersetzen. Und zwar hier auf der linken Seite und hier rechts. Genau. Wir fahren nämlich die hier innen durch, können sich hier nicht in die Quere mit denen, die hier ebenfalls innen durchfahren, um das auszuliefern. Das ist doch super. Können die dort schön kehren. Genau, und dann das hier einfach reinziehen. Hier können wir auch einfach schnell eine Strasse hersetzen, das ist kein Problem. Dort müssen wir nicht einmal mehr Unterführung bauen. Darum ist das gut. Hier würde ich, ja, komm, ich gehe dort durch, wo ein weniger Bäume sind, einfach nur so klein. Für das ich wenig Bäume muss abreißen. Das paar haben jetzt halt doch noch müssen dran glauben. Können sie halt nicht drum herum. So, kommt das hier so klein so, ja, so vielleicht nicht gerade. Sondern so. Und dort vielleicht gerade, nein, dort nicht direkt dran. Sondern wir kommen so. Die Bäume hier, die sind jetzt halt einfach fort. So, bauen. Und dann das hier, ja, das muss nicht unbedingt upgraded werden, weil der Ladeort wird die eh ungefähr hier setzen. So, komm. Genau. Das müsste hier sein, das braucht nur eine Plattform. Und hier, ja, nehmen wir doch mal eine doppelte Länge. Oder? Ja, ich weiß nicht, ob es das wirklich braucht. Da gehe ich jetzt mal noch bis hier. Gut. Ist das fix angeschlossen? Jo. Und dann braucht es das natürlich auch noch. Ah, da wird es jetzt lustig, weil da sind wir auf einer Brücke oben, Mist. Eieiei. Zeig mal, von Distanz her.
würde es vielleicht noch länger, wenn ich hier schnell einen Damm baue und das dort so mache. Moment. Kann ich dort überhaupt einen Damm bauen, ohne dass das Feld wegkommt? Nein, das geht leider nicht. Dann muss ich halt noch schnell ein bisschen weiter als Brücke. Hier natürlich oben bleiben. Ein bisschen näher bitte. Dann wird es auch einfach nicht ganz so schön hier. Bauen wir es mal so. Und dann am besten noch gerade, das wäre etwas. Kann ich es jetzt als Damm machen? Ja, jetzt geht's. So, weil dann kann ich einfach hier das Gebäude dran tun und hoffen, dass das jetzt noch am Bauernhof angeschlossen ist, wenn ich das mache. Ah, komm schon, ja, es geht, schau da. Super, noch ein drehen. Voilà, und dann nehmen wir das sicherheitshalber hier auf die andere Seite. Dass dort nicht ins Feld reinkommen. Falls ich es noch verlängern oder so. Voilà. Dann ist das jetzt auch angeschlossen. Sehr schön, ist halt hier so eine richtige Insel dort oben, wo es hergeliefert wird. So, alles angeschlossen. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch Fahrzeuge, die dort hergehen und das ausliefern. Dann holen wir uns halt hier. Und da haben wir jetzt halt einfach die Kipper hier. Ja, da gibt es eine Zeit lang nichts mehr Neues. Jetzt müssen wir schnell schauen wegen dem Verhältnis. Wie viel ungefähr? Ich würde sagen, Verhältnis also 1 zu 2. Ja. Von der Distanz her würde ich sagen. Also nehmen wir hier mal 3 Stück und dann noch 6 für die andere Linie. Aber die Linie selber muss ich natürlich noch machen zuerst. Grain, wie viel wert das näher? Grain 10 oder was? 1 gibt es schon, 2, 3, 4 und 5 gibt es noch Käse. Also geht es halt 4a und 4b. He? Und zwar von hier nach hier haben wir gesagt, das ist N wie neue Linie, L wie Linie. Grain 4a oder 5, was war es jetzt gewesen? 4a gibt es. Ah, nein, das habe ich jetzt gemacht. 4a. Maus ist richtig, also 4 und 5 sind ja genau. 4a überkommt schon die ersten Fahrzeuge hier aus dem Depot. 3 haben wir gesagt. So, und nachher noch die zweite Linie, die 4b. Wäre die von hier nach dort? Ah, komm jetzt da. So. Grain 4b. Voilà. Und auch ebenfalls hier noch die Fahrzeuge, die noch übrig sind, die 6 einfach zuweisen. Grain 4b. Ah, da habe ich mit Strich geschafft. Das sollte ich vielleicht mal noch vereinheitlichen. Grain 4b, dann muss ich schnell noch ändern. Mit diesen Strichen hier mache ich nicht mehr. Mache es einfach direkt als A-String. So. Genau, dann haben wir in diesem Fall hier schon gleich ein bisschen mehr Weizen in der Fabrik. Und das ist noch etwas, was mir ist aufgefallen. Jetzt habe ich schon angefangen eben mit diesen Zahlen zu rechnen. Aber am Anfang habe ich das ja gar nicht gewusst, wie das eben mit diesen Zahlen funktioniert, wie sich die verhalten. Aber jetzt habe ich das langsam herausgefunden. Und dann kann ich jetzt auch das nutzen und mit dem rechnen. Dann weiss ich genau, wie viel Brot das ich muss liefern und so. Ich weiss auch noch nicht, ob jetzt die Lastwagen genug sind, um hierher zu liefern. Aber das werden wir ja dann sehen. Übrigens, ist es überhaupt ein angeschlossener Bahnhof? Ja, ist es. Das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen hier. Und schon wieder etwas Neues. Und das mal British Aerospace 146. Passagier- und Cargo-Version. Ist leider im Moment nichts für uns. Weil der Flughafen, den ich auch mal erwähnt habe, immer noch nicht gebaut. Und ich weiss auch nicht, ob ich es mal noch machen oder nicht. Vielleicht später mal noch. In den 2000er oder so. Genau, also der ist jetzt immer noch nicht ganz voll hier. Und das wird sich jetzt hoffentlich ändern, wenn die Lastwagen hier endlich angekommen sind. So, es ist schon Weizen am Warten, das ist gut. Wird schon gleich abgeholt. Sehr schön. Also, wie ist jetzt so mittlerweile beim Stahl? Da haben wir jetzt genug Kohle. Aber auch nur, weil Kohle geliefert ist worden, oder? Du bist auch eine Kohle gezogen. Jo. Genau, aber es hat noch mehr als genug in diesem Fall. Das ist gut. Da haben wir jetzt wirklich eine hundertprozentige Produktion. Alles voll ausgemaxt. Da hier ist der Transport auch ein bisschen gestiegen schon. Muss ich dann schnell schauen in der Stadt, ob dort immer noch Überfluss ist. Stahl haben sie jetzt aber noch nicht genug. Aber mehr kann ich halt auch nicht liefern.
Das heisst, ich muss auch dann wirklich einmal noch weiter in die Stahlgiesserei anschliessen oder was? Moment, ich werde das noch schnell einmal zurückverfolgen. Höllenmüller hat also 178 Bedarfmaschinen und 185 Dings da, Waren. Also rechnen wir mal mit 2 mal 180 gemacht am einfachsten. Also sagen wir mal 360 jetzt. Waren es nicht so 350 gewesen. 360 ungefähr insgesamt Stahlbedarf. Und das können die nicht liefern, oder? Ah, mal, die können 400. Aha, ja, das ist eigentlich klar, oder? Das Verhältnis ist auch hier genau 1 Stahl für 1 Wahr und hier auch 1, genau. Also mal, dann reicht die Stahlproduktion doch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also gut. Ist halt nur für diese Stadt. Sobald wir dann die nächste Stadt anschliessen, dann wird es schon wieder problematisch. Wobei, diese Fabrik, die ist sowieso schon gleich ausgelastet mit dieser Stadt, mit dieser einzelnen. Was haben wir hier zu Lustdorfer offenen Bedarf? 138, ja, das können wir nicht mehr decken. Das reicht nicht mehr mit dieser Fabrik. Da muss ich spätestens auch noch eine andere Warenfabrik anschliessen. Oder eine neue bauen, wenn es zu wenig hat. Ich weiss nicht. Ich weiss gar nicht, ob das Spiel die Fabrik immer so generiert, dass eh immer genug auf der Welt sind, für das es reicht, zumal in Städte versorgen. Oder ob das ein Glücksfall ist, ob es dann wirklich reicht oder nicht. Ich habe das Gefühl, es müsste eigentlich reichen. Darum müsste ich wahrscheinlich eh gar nie neue Fabriken bauen, wie es aussieht. Hm. Dann wird ja auch das Feature da unten gar nie brauchen, da, wo man dann noch neue dazusetzen kann. Aber das wird sich dann zeigen. Jetzt schaue ich einfach mal, dass ich mir das Ziel setze, quasi alle Städte mit allem Material zu beliefern, was sie brauchen. Und das so, sagen wir mal, als Deadline bis 2020. So ungefähr bis dann. Also, aber eben, jetzt da mal schauen. Wir haben hier auf dem Regel 5 immer noch nicht einen höllisch grossen Bedarf. Immer noch, Aber es ist, glaube ich, schon mehr als das letzte Mal, als ich geschaut habe. Und hier, mal, schau, hier, da ist jetzt der Bedarf schon ein bisschen grösser. Lustendorferhof ist auch schon ziemlich gewachsen mit so Hochhäusern und so, Das ist ja auch gut. Also, ja, also lassen wir die mal so fahren, falls der im ersten Moment nicht mehr so den Überfluss geben sollte, können wir dann langsam mal noch einen zweiten Zug auf die Linie tun. Oder mal einen neuen Zug. Mir Arsch wird ja auch hier nicht lang fahren, ich habe schon wieder einen neuen Zug freigeschaltet. Gibt es dann auch mal wieder etwas anderes. Also gut, apropos etwas anderes, ich würde sagen, statt jetzt so die ganze Zeit die Gütersachen zu optimieren, würde ich es jetzt einfach mal arbeiten lassen. Schauen, ob das irgendwann mit dem Weizen auch wieder aufgeht und in der Zwischenzeit mache ich mal etwas anderes. Ich will nur noch kurz schnell schauen, ob jetzt die hier langsam sind angekommen. Nein, die sind immer noch unterwegs auf der Überführung. Wo müssen denn die durchfahren? Ah, die fahren alle hier oben durch. Weil es da unten gar keine Verbindung mehr gibt. Ah, darum fahren die hier alle den Umweg. Zuerst in die Stadt, nachher hier oben durch, hier rum und dann kommen sie hier langsam ans Ziel. Okay. Ja, das ist jetzt halt so. Mafia. Ich wollte schauen, ob es vielleicht mal sinnvoll wäre, hier oben den Bergzug zu ersetzen durch einen schönen KH 40. Da haben wir zwar auch eine recht enge Kurvenradien, was nicht unbedingt zu einem KH 40 passen würde. Ja, andererseits könnte ich es vielleicht schon machen. Ist ja ein Schmalspurgleis, also müsste es ja eigentlich auch dafür gemacht sein. Ich weiss nicht, was der Minimalradius ist von einem KH 40. Wahrscheinlich schon mehr als das, was hier ist, aber naja. Wie sind die Züge hier unterwegs? Die sind, glaube ich, noch gut, oder? Sehr gut sogar im Zustand. Mit den 3-Achsern. Naja, eigentlich sind so coole Züge. Grundsätzlich finde ich es fast schade, wenn jetzt die ersetzen würde. So ganz entre nous. Ich würde sagen, ich tue die doch noch behalten und schaue, ob ich vielleicht die KH 40 neu mit Angst einsetzen kann. Und hier, ja, da gibt es wieder ein bisschen etwas. Ja, ist wieder ein bisschen viel Bedarf hier jetzt Altenaar. Oh, da habe ich noch so einen Bus da. Also weißt du was, der ersetzt jetzt einfach gut schnell durch so einen Stadtbus. So. Voilà. Dann könnt ihr die hier ein bisschen besser fahren. Auf dem einen habe ich noch so einen Decksitzwagen. Der ist jetzt eigentlich auch schon ein bisschen ziemlich ausgelastet. Ich würde sagen, den ersetzen wir jetzt einfach auch mal durch so einen. So, und zwar sobald Auto safe wieder mal durch ist, leck. Vielleicht sollte ich wenigstens mal den Intervall ein bisschen absetzen. Also aufsetzen, würde ich eher sagen, dass der zeitliche Abstand ein bisschen grösser ist zwischen den Autosaves. Das wäre doch mal etwas. So, dann habe ich das hier schnell ersetzt, dass das dort ein bisschen besser läuft, das Altenaar.
Der ist auch gut, genau. Da hier warten viel auf Express natürlich, genau. Und da ist auch recht viel Bedarf auf dem HEB1, wie es aussieht. Ja, da müsste ich definitiv Massnahmen ergreifen. Da haben wir nur zwei Saurer. Also komm, da machen wir gerade radikal. Da kommen jetzt zwei Gelenkbusse rein. So, Odeli. Offenbar ist der Bedarf da. Gut, die andere Linie sieht dort aber gut aus. Und hier, was fährt eigentlich da noch? Das sind, glaube ich, noch. Ah, das sind die alten Kompositionen aus dem Intercity, die hier noch fahren. Einfach mit diesen zwei Wegen hinten dran. Das ist so herzig. Ja. Und zwischendurch einfach noch mit einer Loki drin und so. Und die anderen fahren mit diesen Drehwegen hier. Das ist eigentlich auch so ein lustiges Gemisch. Ja. Wenn Sie da bei das gross mal ersetzen in der nächsten Zeit. Wäre noch Überlegung wert. Wie alt sind jetzt die? Zeig mal, jetzt würde ich schnell schauen. Also, aha, da ist nur einer drin. Ah, das ist einfach der Zug, der nur diese Komposition hat. Ah, ich meine, da sind mehrere drin. Was ist denn da? Der, der entgegengekommen ist, ist der Interregio gesehen. Das ist etwas anderes. Ah, der ist auch der Interregio, der die Mischkomposition hat, oder? Nein, die sind angeglichen. Und dann auch die Mischkompositionen zersetzt, nachdem wir die vom Intercity haben abgezogen. Okay, kann auch sein. Auf jeden Fall, auf dem Interregio haben wir in diesem Fall aber eigentlich den Bedarf relativ gut gedeckt. Ja, die können noch gut so weiterfahren mit der RE44 und die BC4 ist ja noch nicht unbedingt schlecht. Aber vielleicht wäre es in diesem Fall eine Überlegung wert, auf der Linie hier bei ihm ein KH40 einzusetzen. Der fährt halt nicht mehr ganz so schnell. Aber es ist gar nicht mehr Bedarf da. Das ist es ja. Das ist ja der Direktzug von Schofstedt dort rauf. Und der fährt wirklich nur hier hin und her. Das heisst, hier würde der KH40 definitiv Sinn machen. Weil hier haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen Ausgaben auf diesem Regio. Ah nein, der Regio 7 macht ziemlich Gewinn. Was haben wir hier durchschnittlich für Passagiere? Also mit runterfahren jetzt 129. Und rauf sieht es jetzt auch nicht aus, als würde besonders viel mehr fahren. Also los jetzt, ich schaue schnell ins Depot, was es überhaupt so für neue Fahrzeuge gibt, die ich noch einsetzen möchte. Vielleicht wäre ein KH40 etwas, aber vielleicht habe ich auch noch etwas anderes. Also zeigen wir hier zuerst. Ah, übrigens, der HST habe ich auch noch nie eingesetzt. Es wäre mal Zeit, dass ich die zweite Shinkansen-Linie baue. Da könnte ich vielleicht hinten einsetzen. Bevor noch der TGV freigeschaltet wird, das kommt wahrscheinlich nächstens auch noch. Ich weiß nicht mal, wo ich den herpflanzen würde. Also da unten ist nichts Besonderes. Außer, nein, die anderen Züge sind alle hier oben. Also, gehen wir da schnell rauf. Personen wegen, das sind die Mark III Coaches, eben von der HST. Die könnte ich theoretisch auch einzeln einsetzen. Das sind quasi wie die Einheitswagen von Britannien. Es wäre noch interessant, aus denen einen Zug zu komponieren. Mache ich jetzt aber mal nicht hier. Und sonst hier Einheitswagen ist immer noch der neue Schrei. He? Da kommt noch ein Zeit lang nichts Neues. RS66 hat immer mehr neu freigeschaltet. Da sind HST Power Cars. Ich könnte theoretisch jetzt in diesem Spiel das machen, was ursprünglich mal gedacht war mit den HSTs, dass ich quasi Güterzüge mit denen führe. Das war tatsächlich eine Idee gewesen, weil die sind ja jetzt schon ziemlich alt in echt und da hat man sich überlegt, was machen wir jetzt mit diesen starken Güterlokinen oder Triebwagen. Und da war mal tatsächlich im Raum gewesen, dass man aus diesen Gütertriebzügen formt. Also quasi so eine am Ende und zwischendrin Güterwagen. Und dann fahren hier einfach ganz schnell Güterzüge. Das ist dann verworfen worden, man macht jetzt doch nicht, glaubst du. Ich glaube, jetzt definitiv so abgelehnt worden. Aber die Idee finde ich gut und vielleicht mache ich das tatsächlich mal im Spiel. Einfach nur, weil ich es cool finde. Wir haben natürlich keine Güterwege, die so schnell fahren. Hier, aber immerhin, die Idee lebt. Aber jetzt hier noch schauen, hier locke ich nichts besonders Neues. He. Und jetzt noch Tripzüge hier. Da haben wir jetzt eben den 115er, den muss ich vielleicht auch mal noch nicht einsetzen, weil der ist auch echt ein cooler Zug, auch vom Fahrgeräusch unter anderem. Der kann effektiv nur 54 mitnehmen, der wäre vielleicht von der Kapazität her auch noch geeignet. KH40 habe ich nur einen in Rot.
Der hat aber nicht ganz so hohe Kapazität. Ich könnte quasi zwei KH40 einsetzen anstelle von dem Zug, der jetzt fährt. Der fährt er auch ein bisschen regelmässiger, weißt du? Dafür halt nicht mehr so schnell. Sag mal, der hat 738.000 Unterhalt. Wobei, weißt du, ich kann den Unterhalt einfach bei der Linie selber schauen. Moment, ich muss jetzt nicht im Kopf zusammenrechnen. Jetzt schnell schauen wegen dem Unterhalt. Wo ist jetzt der? Jetzt müssen wir den hier noch suchen. Bist du der gerade? Nein, du bist S2. Bist du ne? Ja, du bist ne. Was hast du für Unterhalt? Warte, ich kann es schnell bearbeiten. Da. Unterhalt, bearbeiten. Steht das da? Nein, es steht leider nicht. Kann ich hier hoben? Nein. Muss ich halt schnell hier schauen. Da, Betriebskosten 1,5 Millionen pro Periode. Und der hier, der hat viel, viel weniger. Also, das ist der Fall klar. Ich ersetze diesen Zug durch 2 KH40. Machen wir das so. Und die hier hole ich ins Depot, aber die kann man vielleicht irgendwo noch brauchen. So. Machen wir das so. Dann hole ich die hier rauf. Dafür nehme ich mal beide zusammen rein. Hier. Die kann man dann später noch aufteilen. Hat zwar 48, vielleicht kann ich einfach den beibehalten, so, also als Doppeltraktion, geht auch. So, ändern. Dann ist das gut. Jetzt haben wir im Depot noch mehr Sachen, die man vielleicht mal noch einsetzen sollte. Immer mehr, wirklich. Es sammelt sich ein bisschen an, ich weiss, ich bin ein bisschen Zugmessi. Und jetzt fährt der da hier als Dieselzug. He? Zeig mal, wie sieht er aus? Oh, so schön. Wunderbar, also der KH40 ist echt auch ein schöner Zug. Also ein schöner Triebwagen ist ja. Es ist einfach ein einzelner Dieseltriebwagen. Kann selber fahren, braucht keine Fahrleitung, komplett unabhängig. Darum liebe ich so Triebzüge. Ganz klar. Also, so kommen wir jetzt noch ein bisschen weiter. So immer das Spiel wieder bleibt stehen hier. So, jetzt ist gut. Also, ich finde den voll cool. Auch wegen dem Fahrgeräusch, den er hat und so. Das ist wirklich super. Und innen drin, alle hier, sogar schön modelliert. He? Mit netten Grafiken. Das finde ich voll cool. Der KH40. Tatsächlich finde ich das schön, das mal so zu sehen, in diesem Low-Poly-Format hier. Weil ich habe effektiv vor einem Titel, ein paar Monaten, ein Spiel entwickelt. Ein Eisenbahnfahrspiel, wo man quasi auf einem Smartphone so einen KH40 fahren kann. Auf einer random generierten Strecke. Und dort hat man eben auch genau so einen sehr basics, so einen basic Führerstand. Du fährst auch nicht gegen Prellbock. Hey. Und das erinnere ich mich gerade ein bisschen dran. An das. Vielleicht sollte ich das Spiel mal fertigstellen. Das wäre mal etwas. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Jetzt müssen wir einfach die Weltgenerierung optimieren, dass die Welt wirklich ein bisschen spannender aussieht. Dann noch ein bisschen Spielfeatures einbauen, die es ein bisschen spannender machen beim Spielen. Und dann release ich das vielleicht irgendwann. Ich weiß auch nicht, wenn das mal fertig wird sein. Wahrscheinlich gar nicht. So wie viele andere Sachen. So, schauen wir schnell den Fahrgastraum rein. Dort hier, genau, da noch der Platz rechts, wo man noch her sitzen kann. Und dann ist hier der Fahrgastraum, hier wäre noch das WC. Lol, sogar, oh Gott, sogar das WC ist modelliert. Ah, schaut ihr das an, das ist ein japanisches WC. So sieht die dort aus. Da. Zum Glück bin ich dort noch nie in einem KH40 auf das WC. Da wird ja auch nie in diesem Fall. So, und hier, super, mit diesen typischen, klassischen JNR-Sitzen in Blau. Und mit diesen schönen kleinen Fenstern, mit diesen eckigen Fenstern. Das ist einfach die guten alten Zeiten von der japanischen Staatsbahnen. So, dann geht es hier in andere Wagen rüber, genau. Und der sieht noch eins genau gleich aus. Und dort sitzt sogar auch noch einmal ein Lokführer drin. Oder warte schon, sitzt vorne gar kein Lokführer? Mama, dort sitzt der. Ich habe den vorher ignoriert. Ich denke, dort war gar keiner drin. Also gut. Dann haben wir das gemacht. Der KH40 fährt jetzt viel günstiger als der andere Zug. Aber natürlich sparen wir erst ab dem Moment Geld, wo dann natürlich der Zug im Depot nicht mehr rumsteht, sondern dass der dort auch irgendwo noch Geld verdient. Moment, ich muss auf Kleinwelsbach, ich habe die Orientierung verloren. So, da haben wir jetzt viel Rohmaterial. Und zwar namentlich vier von diesen Dreigestellwagen, die könnte man vielleicht noch einsetzen mit der V100 irgendwo. Dann haben wir 5x A35 und noch einmal so einen Triebwagen und 2x Shinkei Hunter-Triebwagen. Schnell als erstes wegen dem Unterhalt sofort abstellen.
brauchen wir ja dort hier im Depot einfach nicht. Schon wieder Autosave. Hey, nochmal, es kommt jetzt wirklich regelmässig. Was mache ich jetzt mit diesen Sachen? Verkaufen will ich es nicht, das dünkt mir fast schade drum. Die A35, irgendwo kann ich die sicher noch einsetzen. Nicht mehr, wo vielleicht der Zug im Moment schwach ist oder so. Ja, vielleicht finde ich irgendwann mal eine Linie. Bis dann sind sie halt jetzt einfach im Depot am Versuchen, fertig. Am Geld scheitern sie ja wirklich nicht. Jetzt habe ich den Unterhalt abgestellt und dann kosten sie ja nicht so viel im Depot. Und dann ist ja das gut. Warte, ich kann sogar schnell schauen im Depot, was der Zug ja kostet. Pro Periode. 3,7 Millionen pro Periode. Ja, es ist schon ziemlich etwas. So, die ganzen Loki noch drin sind, die sind halt auch nicht gratis. Ja, schade kann man halt die nicht quasi abstellen, sozusagen, dass sie nicht mehr unterhalten werden. Aber sobald ich sie wieder brauche, muss ich quasi eine Gebühr zahlen oder eine Instandsetzung zahlen, dass sie wieder fahrtüchtig gemacht werden. So quasi, dass ich sie ausrangieren kann. Aber noch nicht forttun. Das wäre mal noch etwas für den dritten Teil. Also.